Hallo und herzlich willkommen nochmal zu Teil 5 Betriebsratsbranding. Leider lässt mich auch heute der Ton im Stich. Ich glaube, ich muss hier nochmal neu starten. Du möchtest immer schon mal deinem Arbeitgeber ordentlich die Meinung sagen. Du möchtest im Büro sitzen und nett Kaffee trinken, während deine Kollegen deine Arbeit machen. Du möchtest die Geheimnisse deines Betriebes kennen. Du möchtest einen sicheren Arbeitsplatz mit Kündigungsschutz und kannst da alles kriegen. Werde Betriebsrat. So oder so ähnlich kann eine provokative, natürlich nicht ernst gemeinte Ansprache oder ein Plakat sein, mit dem du auf die Suche gehst nach Kandidaten zur Betriebsratswahl, Mitstreiter, die dich unterstützen. Denn die Kandidaten suchen, das Mitstreiter suchen, Unterstützung der Betriebsratswahl, das ist unser heutiges Thema. Und vorab hier Hinweise, das Video wird natürlich aufgezeichnet und ich hoffe dieses Mal mit Ton. Ja, und zum Zweiten, das Video ist keine Rechtsberatung und soll natürlich auch keine sein. Diese Videos habe ich einzig gemacht, um euch allgemeine Tipps und Hinweise zu geben rund um die Betriebsratswahl und euch bei der Kandidatur zu unterstützen. Und ich möchte gerne, dass viel mehr Menschen wieder Betriebsräte wählen. Und damit steigen wir auch schon ein in die wunderbare Welt der Betriebsratsarbeit. Um andere für die Betriebsratswahl und vor allem für die Kandidatur zu begeistern, braucht es die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Das kann, wie oben gezeigt, provokativ sein. Damit erzeugst du garantiert Aufmerksamkeit. Oder es kann informativ sein und es kann natürlich auch sein, dass du einfach jemanden überreden kannst, weil man dich, deine Person unterstützen möchte. Was aber sind gute Gründe, jemanden davon zu überzeugen, für den Betriebsrat zu kandidieren? Vielleicht kannst du damit anfangen zu sagen, das, was ich eben so provokativ formuliert habe, ist natürlich nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Und Betriebsräte sind in der heutigen, schnelllebigen Zeit extrem wichtig. Und meist leisten sie auch extrem viel, leider oft im stillen Kämmerchen. Egal, ob es um die Digitalisierung geht, um Entlassung, Outsourcing, Arbeitszeitflexibilisierung, Kürzung von Sozialleistungen wie zum Beispiel Betriebsräten, Renten, Jubiläumszahlungen oder andere Dinge. Ob es um Themen geht wie Familie und Beruf, Pflegen von Angehörigen, Umstrukturierungsprogramme. Alles das sind Themen, die in der heutigen Zeit extrem Fahrt aufnehmen und eine gute Interessenvertretung für den Betrieb brauchen. Denn schließlich kann in Betrieben ohne Betriebsrat der Arbeitgeber sehr willkürlich handeln. Wir sprachen in Teil 1 schon mal kurz darüber. Jetzt ist Betriebsrat sein aber eben nicht dieses Nichtstun im Kämmerchen, sondern Betriebsratsarbeit heißt, sich mit Herz und Verstand für die Interessen der Kollegen einzusetzen. Man muss motiviert sein. Man sollte ein dickes Fell haben, wissensdurstig sein, konfliktfähig, aber nicht Konflikte, um ständig in Konflikten zu verharren, sondern um Lösungsvorschläge zu entwickeln. Betriebsratsarbeit braucht in der neuen Zeit neue Ideen. Betriebsräte sollten kompetente Ansprechpartner sein und Betriebsratsarbeit braucht Transparenz. Ich habe das vor 4 Jahren vor der Wahl mal so formuliert, dass ich gesagt habe, edel sei der Betriebsrat, hilfreich und gut. Aber ganz ehrlich, wo bekommt man solche Prachtexemplare als Kandidaten her? Zumal, auch das muss man ja sagen, auch Arbeitnehmer sich in der heutigen Zeit oft schon mit ihrem normalen Job überfordert fühlen. Betriebsratsarbeit wird ja auch nicht bezahlt oder gefördert. Man bekommt deswegen keine Beförderung oder Ähnliches.
Und deswegen ist es wichtig, auch mal darüber nachzudenken, jedem Danke zu sagen, der diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen will, ein anderes Empfinden für Betriebsräte im Betrieb zu entfachen. Zunächst einmal ist dabei völlig egal, warum jemand Betriebsrat sein möchte. Was habe ich eigentlich als Betriebsrat davon, dass ich mich wählen lasse? Außer der zusätzlichen Arbeit und vielleicht Stress mit Kollegen und Arbeitgebern, manchmal auch im Gremium. Man fühlt sich manchmal schon als Betriebsrat wie so ein Kotelett, ne, von beiden Seiten beklopft, also von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Aber man bekommt auch Anerkennung. Man kann ganz viel lernen, sich persönlich entwickeln durch zum Beispiel vom Arbeitgeber finanzierte Seminare. Man bekommt tiefe Einblicke in Betrieb und Unternehmen. Natürlich kann man auch Erfolge feiern. Man erreicht ja auch was. Und man bekommt auch einen Kündigungsschutz. Ja. Und im besten Falle halten sich hier Geben und Nehmen die Waage. Das gelingt aber häufig nur, wenn Betriebsräte tatsächlich von Kollegen unterstützt werden. Erkläre also deinen Kollegen, dass es klasse ist, wenn sie selbst mitmachen, dass sie aber genauso unterstützen, wenn sie zahlreich wählen gehen. Denn wenn viele Arbeitnehmer zur Wahl gehen, dann wird dem Arbeitgeber damit signalisiert, wir, die Belegschaft, wollen einen Betriebsrat. Wir wollen Menschen haben, die für unsere Interessen mit dir gemeinsam verhandeln. Ja? Der Gesetzgeber gibt Betriebsräten die Möglichkeiten, Interessen der Arbeitnehmer wahrzunehmen. Allerdings müssen Betriebsräte auch immer das Wohl des Betriebs im Auge behalten. Und das ist nicht immer so leicht, wie man sich das vorstellt. Ja? Gesetze sind oft nicht so eindeutig, wie man sich das denkt. Und natürlich, oft bekommen Betriebsräte Unterstützung, wenn gerade so ein Thema Entlassung oder Abfindung auf der Tagesordnung steht. Aber das allein reicht nicht. Es ist wichtig, im Vorfeld schon zu handeln, damit es vielleicht gar nicht dazu kommt. Dazu braucht der Betriebsrat aber den Rückhalt aus der Belegschaft. Und das ist wirklich wichtig, weil wenn Arbeitgeber merken, Mensch, die Belegschaft steht hinter dem Betriebsrat, der Betriebsrat spricht im Namen der Belegschaft, dann kommt er an den Betriebsräten auch nicht vorbei. Ich selbst war lange Zeit Betriebsrätin und ich kann euch sagen, es war mit die lehrreichste, spannendste und aufregendste Zeit meines Lebens. Auch wenn ich schon 10 Jahre raus bin, mein Herz schlägt immer noch dafür und das ist die Motivation, warum ich neben natürlich auch Werbung für mich solch ein Video machen. Ja, ich kann nur sagen, man kann natürlich auf Gesetzen beharren und man kann mit dem Arbeitgeber zanken und so. Aber es ist doch viel wichtiger, dass es Stimmen aus der Belegschaft gibt, die transportieren, was den Arbeitnehmern im Betrieb gerade wichtig ist, wo sie der Schuh drückt, wo es Probleme gibt. Und als Betriebsrat, der von den Kollegen gewählt ist, habe ich Möglichkeiten, Dinge zu tun, die ich als normaler Arbeitnehmer eben nicht tun kann. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was von dieser Kraft hier transportieren, von der ich glaube, dass sie in der Betriebsratsarbeit steckt. Und traut euch, werdet Kandidat und geht wählen, geht auf die Kollegen zu, erklärt ihnen das. Ihr dürft auch gerne dieses Video dort zeigen. Vielleicht kriegt man auch damit jemanden überzeugt. Das wäre natürlich das Tollste für mich. Ja. Und ich würde mich halt auch freuen, wenn ihr mir mal eure Meinung dazu sagt, was ihr von so einem Video haltet. Ich bin Marion und das nächste Mal sehen wir uns am 21. September um 10 Uhr. Ich freue mich darauf und beim nächsten Mal geht es dann um Formalien rund um die Betriebsratskandidatur.
Wenn ihr weitere Fragen habt, nutzt einfach die bekannten Kanäle. Ich wünsche euch jetzt schon mal eine schöne Woche. Hoffe, mein Ton ist durchgekommen und sage Tschüss.